Wir haben Gummi produziert. 8 Einheiten. Nice. Was mir sehr gut gefällt an dem Spiel, ist das Design von den Objekten. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry, dem Kickstarter Hoffnungsträger im Bereich Fabrik- und Aufbauspiel, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal es geschafft, noch einmal unsere Baustoffproduktion zu erweitern und die Forschung ist durch. Synthetic Rubber, nice. Gleich mal hier neue Forschung einreihen. Man muss fairerweise sagen, der Forschungsbaum sieht zwar jetzt schon sehr komplex aus, aber ich habe herausgefunden, dass man viele von diesen Nebenarmen hier, die teilweise hier schon sichtbar sind, zum Beispiel Ship Weapons und so, dass man die gar nicht freischalten kann, weil hier steht dann immer Requires in Future Updates, ja, Coming Soon und so. Also bei einigen Sachen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden tatsächlich. Was wir jetzt aber schon erforscht haben, ist das Kupfer, die Kupferrefinement von den hochwertigen Kupferplatten und wir haben jetzt auch den Diesel, den erweiterten, erforscht und wie gesagt auch die Gummiproduktion. So, und jetzt muss ich mal schauen, geht's jetzt hier überhaupt schon weiter oder, weil wir brauchen jetzt ja, oder wir müssen jetzt ja hier ein neues Forschungsziel auswählen. Aber ich sehe jetzt hier irgendwie nicht, dass ich hier noch weitermachen kann tatsächlich, muss ich sagen. Weil hier wird gerade nichts grün angezeigt bei der Forschung. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schade, wenn wir jetzt schon so ein bisschen am Ende angekommen sind. Hier Klinik zum Beispiel kann ich auch noch nicht machen. Was mich ein bisschen irritiert, weil in den Bildern, im Presskit zum Beispiel auch, da kann man schon die Raketen und so sehen. Also scheint das hier ja nicht der vollständige Bild zu sein anscheinend, der Pre-Alpha. Also ist er sowieso nicht, aber er ist anscheinend noch unvollständiger als das, was die Entwickler nutzen, um ihre Vorschaubilder zu erstellen. Das ist schade, weil offensichtlich, ich sehe nicht, wo ich weitermachen kann hier gerade tatsächlich. Es ist tatsächlich geblockt. Es gibt keinen Node, wo ich... Das soll uns aber erstmal nicht stören tatsächlich. Das soll uns erstmal nicht stören. Denn wir haben trotzdem noch Dinge, wo wir weitermachen können. Wir haben Dinge, wo wir weitermachen können. Und zwar können wir jetzt ja noch die Kupferplatten automatisch herstellen. Und wir können ja auch noch unser Schiff wieder flott machen. Ja, wir haben ja hier Fuel im Schiff, da sage ich jetzt mal Load Crew. Jetzt haben wir 15 Crewmitglieder im Schiff und jetzt schicken wir das Schiff gleich mal zu einer weiteren Erkundungsstelle. Weil wir haben ja hier zum Beispiel die Ölplattform. Da sage ich jetzt mal Start Repairs, weil wir müssen uns ja auch unabhängig machen von unserer Quelle, von unserer Ölquelle auf der Insel. Und ich glaube, die Ölquellen im Ozean, die sind, glaube ich, unendlich so ein bisschen. Oder zumindest auf jeden Fall reichhaltiger als die Ölquellen, die wir auf der Insel haben. Und das heißt, ja, das sollten wir machen. Waiting for materials, wird da jetzt gesagt. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich jetzt in das Schiff die Materialien einladen eigentlich? Oder wie mache ich das jetzt eigentlich? Oder soll ich da jetzt einfach mal hinfahren? Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Visit, sage ich jetzt einfach mal. Cargo Capacity 100. Ship Orders, genau. Das Schiff fährt jetzt schon los. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Schiff jetzt die Sachen dabei hat. Keine Ahnung. Oder ob das dann einfach abgezogen wird, wenn das Schiff ankommt, von meinem Lagerbestand. Müssen wir mal schauen, weiß ich jetzt nicht genau. Was wir jetzt nämlich auch nochmal rauskriegen müssen, sind zwei Dinge. Erstmal die Gummiproduktion, die ja ein bisschen problematisch ist noch, weil da braucht man ja hier die Abfallprodukte vom Öl oder die Nebenprodukte. Da muss ich jetzt mal gleich gucken, genau. Boah, das ist auch so wahnsinnig komplex. Guck mal, wir haben jetzt hier die Heavy Distillery. Rubber Maker brauchen wir, genau. Guck mal, Rubber Maker. Rubber Maker. Ich mache jetzt hier einen Rubber Maker. Bamsi. Denn da haben wir nämlich auch gerade Material für. Hier hinten müssen wir noch dafür sorgen, dass da noch Öl reinkommt. Und Dampf braucht der auch, mal. Ja, der braucht Öl plus Dampf. Ah, das ist gut, warte. Weil wir haben ja hier einen Überschuss an Dampf noch, wie wir uns erinnern werden, ja. Gibt es da einen zweiten Output noch, zufällig? Nee. Ist das okay, wenn ich jetzt von hier das einfach rausziehe? Ich hoffe. Okay, mach das mal hoch. Nehmen Sie es nach oben. So, und dann ziehen wir diesen Dampf. Dieses Dampfrohr. Warte. Das ziehen wir jetzt einfach mal hier hin. Hier so rüber, ja.
Ja, ja. Warte. So. Und dann da rein. Da schön rein in die Seite, genau. Rein ins Loch. Sauber. Und das Öl. Das holen wir uns jetzt auch von hier. Schön oben drüber, genau. Guck mal so. Ach, guck mal, der macht das gleich automatisch dann oben über das andere. Das ist ja geil. Das ist ja geil gelöst. Ne, der zieht das dann hier so mit so einer kleinen Brücke über das andere Rohr drüber, damit die Röhre sich nicht kreuzen. Ihr dürft nicht die Röhre kreuzen. Genau. Und dann macht man jetzt einfach von hier den Output da rein, ja. Weil dann geht das nämlich hier in den Gummimaker. Und hier kommt dann das Gummi raus. Da können wir gleich wieder förderbandtechnischerseits das Ganze lösen, indem wir sagen, macht da mal ein Gummilager mit einem angeschlossenen Band des Förderns. Und das hier, was ist das? Das ist so ein komisches Abfallprodukt. Das ist Urin, glaube ich. Das sieht aus wie eine Urinprobe. Leitdestillat, ja, sage ich doch. Ist eine Urinprobe. Dann müssen wir das entweder ins Meer kippen oder können wir daraus noch irgendwas machen? Das wäre jetzt halt die Frage. Also laut Forschungsbaum, glaube ich, können wir das früher oder später auch noch für andere Sachen gebrauchen. Ich muss noch mal gucken, wo waren das nochmal hier? Advanced Diesel. Oder wir verbrennen das, genau. Heavy Gasöl ist das ja, genau. Ich glaube, wir können das verpuffen. Wir können das einfach verbrennen lassen. Oder wir machen das mit Dampf gemeinsam. Und machen wir das zu Diesel und saurem Wasser. Aber was ist da jetzt besser? Das verbraucht, das erzeugt auf jeden Fall Abgase, glaube ich, wenn wir das machen. Das erzeugt Umweltverschmutzung. Aber gut, Umweltverschmutzung kann uns eigentlich egal sein. Aber was war das? Moment, das war das hier. Die Flare, genau. Die Flare kann verkoksen oder verbrennen. Genau, die kann alle Stoffe eigentlich verbrennen, die da als Abfallprodukt rauskommen. Okay, ich mache das jetzt mal spaßenshalber. Ich baue die jetzt mal hier so hin, weil ich jetzt keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, ob das schlau ist oder nicht. Und dann macht man das hier mal mit Quick Build, mit Unity Build. Damit die Förderbänder schon mal durchlaufen können. Gut, hier läuft das schon. Das läuft, glaube ich, jetzt auch. Ja, das läuft, oder? Spätestens jetzt, wenn der Dampf reinkommt. Kommt denn der Dampf auch da rein jetzt? Ja, der Dampf kommt rein. Sehr nice. Dampf ist am Start. Dampf ist im Haus. Wir brauchen ja nur einmal Dampf. Heißen Dampf. Dauert halt ein bisschen, bis er komplett durchgelaufen ist. Genau. Das ist geil, oder? Dass man das dann so abzweigen kann und so. Und dass das dann einfach auch funktioniert. Ist schon ein bisschen geil. Haben wir denn alles an Baumaterial dafür? Ja, Baumaterial haben wir eigentlich. Ist denn unser Schiff jetzt schon an der Bohrinsel angekommen? Ja. Aber es bringt irgendwie nichts. Wie kriege ich denn Material dahin? Zur Bohrinsel. Mit meinem Schiff ja offensichtlich nicht. Das hat ja anscheinend keinen Laderaum dafür. Wie mache ich denn das? Oder muss ich mein Schiff irgendwie upgraden noch? Aber dann frage ich mich, wie mache ich das eigentlich? Warte mal, ich will das wieder zurückholen. Machen wir hier die Hinweise zu. Wie hole ich mein Schiff wieder zurück? Go home, genau. Ich hole mein Schiff mal nach Hause. Ich glaube, wir müssen noch mal irgendwie das anders machen. Blocked, waiting for materials. Ich weiß nicht genau, wie ich da die Materialien hinkriege. Vielleicht geht's ja, wenn mein Schiff wieder anlegt. Unload with high priority. Weil ich kann ja auch hier in den Hafen zum Beispiel. Ah, hier unten. Oil rig. Load materials on ship. Na toll. Enable this to fetch the required material to the ship. Ja, dann. Loading required materials. Dann mach das mal. Das war aber gerade eben noch nicht sichtbar, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also doch mit dem Schiff. Ich dachte, ich muss noch irgendwie was anderes vorher machen. Okay. Alles gut, haben wir das auch geklärt. Nice. So, wie läuft das jetzt hier mit dem Gummi? Ah, guck mal, jetzt läuft hier das. Ja, ja, ja. Ah, genau, und das ist ja hier Heavy Gas Oil. Das müssen wir da wegfackeln lassen. Abfackeln. Das müssen wir hier mit der Kerze hier auch abfackeln. Mit der, wie heißt denn das nochmal eigentlich? Mit der Flare. Ja, gut. Ist schon eine Fackel, oder? Ich glaube schon. Ich mache das jetzt mal mit Unity, damit das schnell fertig ist. Jawohl. Weil jetzt kann das nämlich überhaupt erstmal abgeführt werden hier alles. Ja, guck mal, da ist schon Gummi entstanden. Wir haben Gummi produziert. 8 Einheiten, nice. Das sieht aber auch geil aus, oder? Dieser Tank. Also ich muss mal sagen, was mir sehr gut gefällt
an dem Spiel ist das Design von den Objekten. Also derjenige, der das modelliert, der hat auf jeden Fall den Dreh raus, wie so eine Industrieanlage realistisch aussehen muss. Dass sie glaubhaft aussieht, ja. Dass sie halt nicht unglaubwürdig aussieht. Weil ich finde, also ich kenne mich jetzt nicht aus mit Industrieanlagen, ja. Aber wenn ich mir jetzt mal so die großen Raffinerien so im Kopf vorstelle, mich so ein bisschen dran erinnere, wie diese Bilder davon aussehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schalte hiervon mehrere Anlagen zusammen und verbinde die mit Rohren, da kann ich schon sowas wie so eine riesige BASF-Anlage schon zusammenbauen, ja. Und die Elemente sind ja scheinbar auch dieselben, die da verwendet werden. Also hier so diese ganzen unterschiedlichen Stationen, wo das dann hingeleitet wird und die Abfallstoffe, wo die dann abgeleitet, verfackelt und was weiß ich nicht, zwischengelagert werden und so. Das ist schon geil gemacht, also das muss man einfach mal sagen. Sehr detailliert. Auch hier so Details, wie hier dieser Kühlungs-Dings da, diese Kühlungseinheit. Und der eine dreht sich schneller als der andere und solche Sachen, ne? Ist schon irgendwie geil gemacht. Nur eine Sache verstehe ich nicht. Warum kommt hier jetzt nichts mehr? Achso, der muss erstmal ein bisschen durchmachen. Okay, nee, alles gut, ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Dein Schiff ist back und beladen. Nice. Jawohl, nice. So, jetzt fahren wir einfach wieder hin. Downloading Cargo for Oil Rig. Genau, dann lass das mal. Deliver Cargo, genau. Jetzt funktioniert das nämlich, denn wir müssen das dringend machen. Wenn wir das nämlich zu spät machen, dann ist nämlich hier irgendwann das ganze Öl weg. Guck mal, ich glaube, die Balken sind schon, also entweder sind sie niedriger oder weniger geworden oder beides. Irgendwann ist hier nämlich der Ofen aus. Guck mal hier, wir haben schon die Hälfte des Öls verbraucht. Guckt euch das mal an. Reserve-Status. Irgendwann ist Ende. Ja, und dann kriegen wir keinen Treibstoff mehr. Wenn wir keinen Treibstoff mehr kriegen, kriegen wir keinen Gummi mehr. Wenn wir keinen Treibstoff mehr kriegen, können wir auch die Fahrzeuge nicht mehr fahren lassen. Da wird nichts mehr hin und her geliefert, es sei denn, es ist an Förderbändern angeschlossen. Ja, und irgendwann geht uns dann auch der Strom aus, weil da wird keine Kohle mehr hier rein. Ach, apropos, genau, warte, das können wir doch auch mit dem Förderband machen eigentlich. Fällt mir mal gerade so auf. Moment, dann stabilisieren wir ja nochmal mehr unsere Kohledings. Moment. Hier, Zipper Loose müssen wir machen, glaube ich. Ah, ne, guck mal, wir haben ja da sogar noch einen Ausgang. Wir nehmen den zweiten Ausgang jetzt einfach für die Kohle. Warte, genau, da, einfach so dahin. Genau. Guckt euch das doch an, wie geil das ist. Und jetzt müsste es noch eine Möglichkeit geben, dass die Bagger direkt die Kohle in irgendeine Schüttanlage geben, damit das dann direkt in den Behälter reingeht. Dass wir da nicht mal einen LKW brauchen, der das dann da hin und her fährt. Das wäre noch ganz praktisch. Wie lange geht eigentlich das noch mit den Minen? Wir haben ja da... Na, guck mal, da müssen wir auch bald mal wieder eine neue... Ebene definieren, weil das ist schon, die sind schon noch zwei Einheiten entfernt vom Ende. Wie sieht es beim Eisenerz aus? Mit der Mine? Oh, der ist auch schon am letzten Quadrat angekommen. Das müssen wir dann entsprechend ja, aushöhlen lassen eigentlich. Also eigentlich können wir sagen, warte. Wir können sagen, mach das mal mit F einfach gerade. Und ziehe hier mal einfach das Ganze so hin. Dass wir erstmal die Oberfläche so ein bisschen abtragen davon. Genau. Dann kann man nämlich hier das erstmal einebnen lassen, bevor wir in die Tiefe gehen noch. Dann geht das auch ein bisschen schneller mit dem Abtransport. Genau. Sehr gut, sehr gut. Das passt doch alles. So, hier müssten wir jetzt ja eigentlich das Gummi haben, damit das Förderband automatisch gebaut wird. Weil das Gummi wird ja produziert. 28 Einheiten Gummi, genau. Das müssten sie jetzt ja eigentlich hinkriegen hier, die LKW. Würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Sollte eigentlich passen. Deswegen lasse ich das mal. Ich mache das jetzt mal nicht mit Unity. Wir lassen das einfach mal von alleine fertig werden. Du bist auf minus 6 bei der Kohle. Ja, genau. Das ist genau der andere Punkt auch. Genau. Wir graben uns gerade hier ganz schön tief rein. Was ja an sich eigentlich auch nicht verkehrt ist, ne? Aber ja, man könnte natürlich erstmal auch den Hubbel da oben abgraben. Das Hübbelchen. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen mal hier, mach das mal hier genauso mit F. Ja. Und mach das hier mal jetzt so, ja. Dass wir uns mal dann erstmal so drüber schrubben. Einfach. There are some mining destinations outside of mine tower areas. Ach so. Ja, da müssen wir, glaube ich, dann die Area nochmal vergrößern von der Mine. Warte, ich mach so lange das hier mal weg.
Das ist noch drin, genau. Und wie sieht es hier drüben aus? Das ist, glaube ich, noch okay gewesen. Weil wie er da rumwackelt. Wir können ja auch bald hier oben rumfahren dann. Die Rampe hier ist ja fast vollständig. Nicht schlecht. Und wie gesagt, wir können auch den Abraum aus den Minen benutzen, um im Meer neues Land aufzuschütten. Das ist dann Neuland. Ja. Also da können wir dann auch ins Internet gehen. Nicht schlecht. Ship has no orders. Oh. Ich sollte vielleicht mal mein Schiff ordern. Warte. Go home. Können wir hier was machen? Load cargo. Ah, die fördert. Guck mal, die Ölraffinerie im Ozean. Die fördert jetzt Öl. Wie geil. Wie viel Cargo kann denn mein Schiff transportieren? Kann man da einen dauerhaften Auftrag erstellen? Das wäre irgendwie ganz praktisch. Ich lade das jetzt einfach. Jetzt haben wir das, glaube ich, eingeladen. Jetzt kann ich sagen, go home. Und dann wird das Zeug jetzt nach Hause transportiert. Nice. Müssen wir nur immer schön dafür sorgen, dass unser Schiff immer schön beladen ist mit Zeug, mit Diesel. Und dann können wir da immer hinfahren und uns neues Öl holen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann hier lösen jetzt eigentlich. Weil wir können doch dann das abtransportieren hier draußen und dann zu unserer Raffinerie. Das müssen wir mal machen mit Pipeline und so, ne? Einfach Edit Area, dann kannst du es größer machen. Ja genau, das weiß ich auch. Mache ich jetzt aber noch nicht, weil es jetzt noch nicht nötig ist. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise die ganze Fläche ausgenutzt. Genau. Oh, wir haben nicht genug Arbeiter. Was ist denn hier los jetzt? Wir haben schon wieder die Grippe. Die verdammte Grippe, ey. Es regt einfach nur auf. Die sind halt schon wieder krank hier. Und auch 10% Sterblichkeit wieder. Oh, ich will endlich die Drogen kriegen. Dass ich die endlich mal unter Drogen setzen kann, damit die nicht krank werden. Schrecklich sowas. Aber ich kann ja leider nicht weiterforschen. Ja, ich weiß, dass ich weniger... Da kann ich nichts gegen machen, dass ich weniger Arbeiter habe. Das ist, weil die krank sind. 21 Leute fehlen uns jetzt. Ich kann das nicht ändern. Ich kann leider keine Medikamente noch nicht machen. Ich brauche Drogen, ich weiß, aber ich darf ja nicht. Ich weiß, dass ich sie brauche, aber ich darf ja nicht. Ich darf ja noch nicht. Das kommt ja alles noch. So, wie ist das jetzt mit dem Öl? Fördert er... Ah, guck mal, die sind jetzt hier mal... Ah, okay. Alles klar. Aber das kann man dann nicht automatisch da rausholen wahrscheinlich, oder? Ich fürchte nicht. Egal. Warte. Wir lassen die Crew einfach jetzt drin und das Schiff lassen wir so, wie es ist. Wir fahren damit jetzt hier zu dem Node. Explorer, sage ich jetzt, genau. Wir gucken jetzt mal, vielleicht finden wir ja irgendwo auf einer der Nachbarinseln doch noch etwas, das es uns ermöglicht, weiter zu forschen. Ja, weil das ist aktuell gerade so ein bisschen das Problem, dass wir im Forschungsbaum irgendwie nicht so richtig vorankommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was mir da jetzt fehlt, so. Weil hier steht überall in Future Updates. Also das würde bedeuten, dass wir jetzt in der Pre-Alpha schon am Ende sind. Hier steht ja auch To-Do, Waste Treatment, To-Do. Das finde ich schade, weil das Symbol ist ja schon da. Und auch die Rezepte sind ja schon mit drin. Aber steht oben halt To-Do, ne? To-Do, meine lieben Freunde, To-Do. Ich hoffe, es kommt bald. Hier, Düngerproduktion auch. Da kann ich bestimmt aus meiner Scheiße kann ich dann Dünger machen. Da muss ich das nicht ins Meer kippen immer. Deine LKWs kommen nicht an dein Gummi ran. Oh. Weil hier überall Rohre sind, die im Weg sind. Warte. Wie mache ich denn das jetzt? Warte. Kommt gleich. Ist gleich soweit. Ich mache das hier nochmal weg, das Rohr. Klirr. Ich mache das Rohr nochmal weg und nehme es nach oben. Hier, beeilt euch mal, ihr LKW, ihr. Genau, schön wegmachen, den ganzen Spaß. Was macht er jetzt? Guck mal, der fährt einfach durch. Der ist einfach durchgefahren. Haben wir es mal gesehen? Unglaublich. Mach das Rohr hart und stell es auf, dann passt es. Ja, ich arbeite dran. Da muss ich kurz Hand anlegen. Moment. Guck mal, es wird gleich. Es wird erst mal rot. Und dann kann ich es hochnehmen. Läuft alles. Wie sieht es eigentlich hier mit der Nahrung aus? 99 Monate Nahrung. Da können wir ja noch ordentlich einen drauf machen. Nicht schlecht. Können wir eigentlich noch Zusatzelemente für die Siedlung noch bauen jetzt? Wir hatten ja
Genau, Water Facility. Nee, das ist alles, was wir momentan machen können. Ich schätze mal, da kommen dann noch so Sachen wie Medikamenten, Apotheke und so dazu. Genau. Was wir noch nicht gemacht haben, ist so ein Bacon. Lass mal den Bacon machen. Lass den Bacon mal so hierhin machen. Stimmt, und was wir noch machen müssen, ist die Kupferproduktion, die Kupferverarbeitung. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber wir haben jetzt erstmal Gummi am Start. Das hat auch lang genug gedauert eigentlich. Guckt euch doch an, meine geile Gummifabrik hier. Jetzt kommen sie auch zum Gummi hin, guckt mal. Ach so, Moment, ich muss die Pipeline wieder hinbauen jetzt. Warte, warte, warte. Kommt gleich, ist gleich soweit. Hier, genau, da, Pipe ran. Zack, und dann nach oben das Ganze. Zwei Einheiten hoch. Dann Ripper. Schön Ripper, ja, nach unten so, genau. Mach's nach unten. Ja. Location explored. Genau, und dann da rein. Tu ihn da rein. Sauber, sauber, genau. Jetzt können sie nämlich da unten drunter easy durchfahren. So, was ist für eine Location hier am Start? New Population picked up. Oh, wir haben 18 Leute da rausgeholt. Nice. Hooray. Und Kupferplatten. Nice. Oh, guck mal, das ist voll verzweigt da unten noch. Hier, fahrt mal zurück. Go home. Ich frage mich jetzt aber, wir haben ja jetzt noch nicht die Möglichkeit, über die Forschung Bewaffnung zu kriegen. Es wurde aber gesagt, dass wir bei solchen Expeditionen durchaus auch Piraten treffen können. Aber wie sollen wir uns denn dann gegen die Piraten zur Wehr setzen, wenn wir das Schiff noch nicht mit Waffen ausstatten können eigentlich? Guck mal auf dem LKW, ob da Entladestatien drin sind für die Minen. Was? Ich verstehe die Frage nicht. Tut mir leid. Das Gas, was du verbrennst, kannst du doch in saures Wasser machen, was du für das Elektrolysekupfer brauchst. Brauche ich das für das Elektrolysekupfer? Das ist die Frage. Ich muss mir das mal angucken. Genau. Wie mache ich eigentlich Kupfer? Genau. Sauren Wasserstripper. Da kriege ich Säure raus. Oder was das da ist, glaube ich. Warte mal ganz kurz, ich muss mir das mal angucken. Copper Elektrolysis, genau. Ah, ja, ihr habt recht. Ihr habt recht. Ihr habt sowas von recht. Okay, warte, warte, dann nicht verbrennen, die Scheiße. Moment, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir denn das jetzt? Also Moment, wir kriegen hier dieses Zeug raus, Heavy Gasöl. Hier kriegen wir Light Destillat raus. Was brauchen wir, um aus Light Destillat jetzt das Zeug zu machen? Saures Wasser, genau. Cracking Unit braucht man. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Dampf dafür. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wir verbrauchen, glaube ich, jetzt schon ganz schön viel. Wir brauchen die Cracking Unit noch. Als Input brauchen wir... Genau, warte, wir müssen das so aufbauen. Warte, ich weiß wie. Ich weiß jetzt wie wir das machen müssen. Warte, der Dampf kam ja... Von da, scheiße, okay, da muss ich nochmal irgendwie eine Abzweigung bauen. Sonst hätte ich das jetzt anders konstruiert. Okay, warte, wir... Pass auf. Jetzt wird's geil. Wir machen das so. Ja, genau. Ja. So, dann reißt man nämlich die Leitung hier ab. Und dann macht man hier beim Dampf... Pass auf jetzt... So. Da rein, da. Genau. Was? Beacon ist ready. Wir haben den Bacon jetzt. Nice. Warum geht das jetzt nicht? Was ist denn jetzt hier? Warum macht er das denn nicht? Warte mal, das geht irgendwie. Das weiß ich. Ich weiß das. Hä? Der will das da nicht ranfrickeln. Was soll denn das? Macht er das denn nicht? Oder ist da eine Überschneidung? Er kann, glaube ich, da die Stütze nicht bauen, ne? Warte mal. Was ist denn, wenn wir das... Wenn wir das einfach jetzt hier abzweigen lassen. Moment. Irgendwie kriege ich das schon hin. Wenn wir das so machen. Yes! Ist zwar ein bisschen umständlich, gebe ich offen zu, aber egal. Hauptsache Dampf. Guck mal, da kriegen wir ja noch Diesel als Abfallprodukt. Nicht schlecht. Und hier kommt das saure Wasser raus. Genau. Ja, sauber. Warte, dann hier, das müssen wir noch wegmachen. Nein. Warte.
Das wird gebraucht zum Verarbeiten. Das Zeug, das dürfen wir nicht abfackeln. Wir dürfen es nicht abfackeln. Kampf ist noch nicht integriert. Ach so. Dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen beim Erkunden. Nice. Dann können wir ja einfach rumerkunden. Wild rumerkunden, wie wir wild und lustig sind. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich erst mal schauen. Nimm mal ein Rohr. Und nimm mal den Diesel. Den Diesel nimmst du jetzt mal. Den Win. Nimm mal Wins Diesel. Und nimm's mal nach oben. Können wir das da? Ja, ja, genau. Mach das mal so darüber. Zack. Und dann nehmen wir den mal nämlich da rein. Warte. So. Warte, hier, genau. Das ist ja noch ein Input. Genau. Lass es mal hier hin machen. Da rein. Zack. Genau, schön in den Verteiler rein, weil das ist ja hier unser Verteiler, ja? Der den Output priorisiert verteilt. Und da sagen wir jetzt einfach, keep strictly even Inputs. Okay, ich kann nur beides gleichzeitig aktivieren. Egal. Ist wurscht. Nice. Dann haben wir nämlich den Diesel, der hier entsteht, schon mal abgeführt, ne? Und jetzt brauchen wir noch den Dampf. Ah, der kommt ja eigentlich auch da rein jetzt. Oder? Ja, der läuft durch auf jeden Fall. Alter, das sieht schon echt wie so eine BASF-Raffinerie. Na gut, noch nicht so ganz. Die Größe stimmt noch nicht ganz, ja. Aber so die Komplexität, ja. Da ist da mal ein Rohr und da ein Rohr. Und diese Rohrbündel und die überschneiden sich die Rohre. Und dann sind da auch wieder Rohre, die in andere Rohre gehen. Oder über andere oder unter andere. Unter anderem über anderen Rohren gehen sie in andere Rohre durch andere Rohre. Not enough housing. Settlement is overcrowded. Nein, wir haben Überpopulation. Scheiße, Moment, ich muss ein weiteres Gebäude bauen. Wir müssen den Dorf vergrößern. Kann ich das... Ja, ich mach's super schnell. Obwohl, nee. Nee, wir haben genug Baumaterial. Das sollen die mal schön bauen hier. Da müssen sie halt mal kurz warten. Da müssen sie halt mal kurz im Schiff bleiben, die Leute. Dann geht das schon. Wir haben eine Überbevölkerung an der Stelle. Aber guckt euch doch mal an, wie toll das hier ist. Was macht jetzt eigentlich der Bacon? Expecting 12 Refugees in less than 4 months. Was? 12 neue Leute in weniger als 4 Monaten? Aktiver Progress wird resettet, wenn der Bacon interrupted wird. Der Bacon sorgt dafür, dass wir mehr Leute kriegen. Der macht auf uns aufmerksam. Ich glaube, will ich das überhaupt? Das wird ganz schön anstrengend mit so vielen Leuten. Können wir eigentlich nochmal losfahren? Ja, komm, wir können jetzt nochmal losfahren. Ich schicke jetzt das Schiff direkt nochmal los. Hier mal die direkte Umgebung mal erkunden jetzt. Vielleicht finden wir ja noch Technologie. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Wichtiges, was wir noch sinnvoll nutzen können. So, wie sieht's jetzt hier aus? Was ist jetzt hier los? Diesel kommt raus und saures Wasser. Genau. Wo ist eigentlich der Output fürs saure Wasser? Der ist da. Das müssen wir jetzt ja auch wieder weiterverarbeiten. Warte. Wir müssen jetzt, genau, den sauren Wasserstripper müssen wir jetzt bauen. Wir müssen den sauren Wasserstripper bauen. Den baue ich jetzt mal dahin. Ich weiß noch nicht, wie ich das am effektivsten anordne, ja? Das weiß ich jetzt noch nicht. Von daher müssen wir mal gucken. So, jetzt aber erstmal den Stripper hier. Und der braucht der auch Dampf? Der braucht auch Dampf. Dann müssen wir hier den Dampfrohr nochmal aufteilen jetzt. Kommt überhaupt noch genug Dampf so insgesamt? So insgesamt scheint es noch genug zu sein. Warte. Gib mir mal hier... Mach mal hier. Kann man das hier so? Geht das hier so? Wenn wir das jetzt hier so hinmachen? Ja, das geht. Das ist ganz schön viel abgesplitterter Dampf. Dann braucht man einen Schornstein. Genau, warte. Warte, warte. Hier ein Smokestack. Und dann kommt hier die Säure raus. Genau, und die Säure brauchen wir dann, um die Elektrolyse fürs Kupfer zu machen. Für die Platten. Nice. Dann machen wir das jetzt gleich hier, würde ich sagen. Dann müssen sie halt die Platten da mit dem LKW erstmal hinfahren. Wir haben ja jetzt ein paar Routen für den LKW, haben wir ja schon ad acta gelegt. Das heißt, das sollte eigentlich passen. Nice. Alter, wie komplex das ist, ne? Das ist schon echt mega komplex. Dieser, wie sich das alles so untereinander verabhängigt, ne? Das ist alles untereinander irgendwie abhängig voneinander. Und alles castest du da runter.
Ja, genau. Also wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir noch die Kupferplattenproduktion hochfahren. Aber die war ja eh schon reichhaltig am Start. Da haben wir ja schon viel gehabt und auch eingelagert. Jetzt müssen wir dann schauen, dass wir das dann in der Kupferelektrolyse halt in die geilen Kupferplatten umwandeln. Dann haben wir endlich mal, dann haben wir Gummi und Kupferplatten. Und ich glaube, dann sind wir von den Produktionsreihen auch so ziemlich eigentlich am Ende, oder? Oder war da jetzt noch irgendwas, was ich jetzt dort nicht auf dem Zettel habe, was ich vergessen habe? Also zumindest von den Sachen, die wir jetzt freischalten konnten, sind wir da jetzt schon weitestgehend erstmal am Ende. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es sehr, sehr bald weitere Updates geben wird, die es uns ermöglichen, noch weiter zu forschen. Das wäre ziemlich geil, weil ich habe irgendwie Bock drauf, mir die anderen Sachen da auch noch anzugucken, die anderen Gebäude. Mehr Trucks wäre besser. Nee, eigentlich nicht. Mehr Förderbänder ist eigentlich besser, damit wir noch den Strom effizienter nutzen. Ja, guck mal, jetzt läuft die Turbine nämlich auch mehr durch. Also die hält nur noch so ein paar Mal an hier. Dampf. Dampf, 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 meine lieben Freunde. Dampfmaschinen. Ihr meint wahrscheinlich, weil hier die Warteschlange am Start ist. Das ist aber nur, weil wir jetzt viele Bauaufträge haben aktuell. Wenn wir jetzt ein paar Bauaufträge weniger haben, dann passt das, glaube ich. Ich glaube, ich kann hier auch einen LKW von dem Baumernteauftrag, kann ich, glaube ich, auch entbinden. Weil ich glaube, dann kann der sich auch anderen Aufgaben zuwenden hier. Guckt mal. Weil wir brauchen gar nicht so viele LKW, die jetzt Bäume ernten. Wir haben ja genug Ernter. Zwei reichen ja aus. Die haben ja jetzt auch kürzere Wege, wie gesagt. Guck mal, da kann der jetzt nämlich andere Sachen machen, nicht wahr? Hat er sich gerade ausgeleert? Sehr gut. Dann kann der jetzt nämlich woanders hinfahren und andere Aufgaben erfüllen, wo er dringender gebraucht wird. Wir müssen die vorhandenen Ressourcen effektiver einsetzen. Das ist das, was wir hier machen müssen. Guckt mal, nice. Jetzt haben wir die Acid und Abgase. Also Säure und Abgase haben wir jetzt. Bam, sie, genau. Und warum wird das jetzt nicht. Ach, das ist schon voll hier. Ist es schon angelaufen? Nee, wir brauchen noch. Genau, wir brauchen noch die Kupferplatten. Werden die da jetzt hingeliefert? Ja? Jawohl. Ja, nice. Wir produzieren in der Elektrolyse unsere ersten geilen Kupferplatten, meine lieben Freunde. Guck mal, da werden sie eingetaucht. In die Elektrolyse, ins Elektrolysebecken. Ja, da können wir noch ein Lager zur Lagerung dahinter setzen, ne? Dann wird das auch automatisch reingepackt. Machen wir das mal. Bäm. Genau, da muss da keiner hinfahren, um das dann entsprechend rauszuholen wieder. Genau. Nice. So, jetzt hat man noch eine Location erforscht. Was haben wir da jetzt gefunden? Irgendwie, warte. Was already explored. Was war da jetzt? Das habe ich jetzt gar nicht mitgeschnitten. Können wir das Schiff gleich weiterfahren lassen? Ich lasse das gleich da zur nächsten fahren kommen. Mal schauen, was wir da finden. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Der Progress hier. Nicht schlecht. Achtung beim Leuchtturm, der führt ruckzuck zur Überbevölkerung. Ja, mal gucken. Wir können das ja mal provozieren einfach. Dann haben wir ja auch einen Grund, noch die Infrastruktur weiter auszubauen, Wasserversorgung und so. Weil ohne mehr Bevölkerung können wir ja auch die ganzen Anlagen nicht betreiben und so. Die brauchen ja alle Arbeiter auch. Wenn wir jetzt hier so eine Sachen wie die Elektrolyse machen und so, da müssen ja überall Leute arbeiten auch. Vielleicht bekommst du ja irgendwann einen Mixer für Biomüll. Also man kriegt auf jeden Fall Recyclinganlagen später noch auch. Aber was man da genau recyceln kann, weiß ich leider nicht. Wissen die wahrscheinlich selber auch noch nicht so genau. Ich bin echt gespannt, wann da jetzt die nächsten Pre-Alpha-Updates kommen. Ich möchte echt gerne weitermachen noch im Progress. Ich möchte gerne die anderen Gebäude und Produktionslinien noch sehen und bauen.
Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.